So, wir wollen jetzt einmal einen Schnittpunkt zwischen einer geraden und einer ebenen ausrechnen. Also zum Beispiel, wir haben hier diese Ebene, die sieht so aus, Ebene E. Und durch diese Ebene E soll eine Gerade durchgehen und die schneidet irgendwo hier die Ebene. Also, wir haben unsere Ebene E und E soll lauten x, y, z ist 2x plus y plus 3z ist minus 1. Das mache ich vielleicht mal wieder weg. Ich denke, das ist klar. Minus 1. So. Das ist unsere Ebenen und in welcher Form? In der Koordinatenschreibweise. Und ich habe eine Gerade. Diese Gerade G, die ist die Menge aller x, wobei x gleich 4 minus 2, 1 ist, plus Lambda mal 1, 3, 6. So, das ist unsere Gerade. Und das ist unsere Ebene und wir wollen jetzt einfach wissen, an welcher Stelle sie sich schneiden. Und natürlich kann die Gerade auch auf der Ebene drauf liegen, dann haben wir sehr viele Lösungen. Aber wir gehen mal davon aus, dass wir hier einen bestimmten Punkt haben. Also ich male es nochmal hier hin. Hier ist die Ebene und die Gerade geht irgendwie so durch. Und wir haben hier einen Schnittpunkt. So, wie geht man vor? Ich bestimme erstmal meinen Vektor A, der Aufpunktvektor, und auch meinen V-Vektor für die Ebene. Da steht dann A ist 4 minus 2, 1, V ist 1, 3, 6. Und jetzt will ich natürlich einen normalen Vektor bestimmen. Also ich brauche einen normalen Vektor, um die Rechnung durchzuführen. Den normalen Vektor und wie kann man diesen normalen Vektor jetzt aus der Ebenengleichung berechnen? Ganz einfach, indem ich einfach zwei Koordinaten tausche und eine setze, hier bei diesem Lambda, dann komme ich auf zum Beispiel 2, 1, 3, ja, und ich einsetzen, das habe ich jetzt schon vorher ermittelt, d komme ich dann auf d minus 1. So, das prüfe ich jetzt nochmal nach, also ich schaue nochmal, ich brauche jetzt meine normalen Form der Ebenen, also n mal a soll dann sein 2, 1, 3, wieder das Skalarprodukt, 4 minus 2, 1. Und dann komme ich 4 mal 2 ist 8 minus 2 plus 3 ist gleich 9. Und mein nächster normalen Vektor lautet n, muss ich auch überprüfen, der soll ja auch auf dem V-senkrecht liegen. Nehme ich wieder den gleichen natürlich. 2, 1, 3. Mal. Ich könnte hier auch einen anderen nehmen, aber ich will jetzt den gleichen mal verwenden. 1, 3, 6. Dann komme ich 2 mal 1 ist 2 plus 3 plus 6 und komme hier natürlich plus 18, wollte ich sagen. Also 3 mal 6 ist das ja. Und komme da auf einen Wert von 23. So. Und jetzt brauche ich noch praktisch für meine Gerade. Ich habe jetzt eine Gerade, die kenne ich ja schon. Ja, hier.
Und ich habe hier natürlich irgendwo meinen Nullpunkt, meinen Aufpunkt Vektor A und meinen Vektor V. Ja, V haben wir da genommen, genau. Und ich will jetzt wissen, wie lang muss denn diese Strecke sein, bis ich zu meinem Schnittpunkt komme. Und da haben wir schon gesagt, da verwenden wir das Symbol Lambda. Und jetzt kann ich praktisch Lambda ausrechnen. Durch Lambda gleich, kann man das noch sehen? Ja, ich glaube, man sieht es gerade noch so. Lambda gleich minus 9 durch die 23 und dann kommen wir auf minus 10 23. Also wenn ich diese minus 10 23 hier einsetze, dann komme ich genau zu meinem Schnittpunkt. Und das kann ich jetzt mal machen. Dazu muss ich ein bisschen Wischarbeit betreiben. Ich wische das mal hier weg. Ja, im Prinzip brauche ich das auch alles hier nicht mehr. Kann ich praktisch alles wegwischen. Ich will mir jetzt aus meiner geraden Form einen Vektor x, y, z ausrechnen, der sich ergibt aus 4 minus 2, 1 plus 10, 23 und es ist ein negativer Wert. Also nicht verwechseln hier. Ich mache hier Klammern drum, ist natürlich kein Vektor, sondern ein Bruch. Mal den Vektor 1, 3, 6. Und dann komme ich auf den Vektor 1 durch 23 mal 72, 76, 37. Und dann, wenn ich das noch in die Klammern reinnehme, komme ich ungefähr auf 3,57 minus 3,3 und minus 1,61. Das heißt, mein Schnittpunkt hier oben S, der liegt ungefähr bei x 3,57. Y minus 3,3 und Z 1. Okay. Ja, ich gehe noch ein bisschen runter. Das ist jetzt der Schnittpunkt hier oben in der Ebene.